Der Bundeswehr-Klappspaten bzw. die kleine Bundeswehr-Schaufel, ein nützliches Tool zum Beispiel fürs Bushcraft-Camp, aber auch um unterwegs einfach irgendwas auszuheben, was man gebrauchen könnte. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video eingeschaltet hast. In diesem Video soll es um dieses kleine Werkzeug hier gehen, die BW-Schaufel, BW-Klappspaten, je nachdem, wie du das genau nennen möchtest, ist halt eine portabler kleiner Spaten für unterwegs. Ja? Wir gucken uns den Mechanismus gleich genau an, den man benutzen kann, um das ein oder andere auszuheben. Eine Grube zum Beispiel fürs Geschäft und für allerlei andere Dinge, die noch so anstehen. Das Ding ist natürlich ordentlich schwer, da lässt sich nichts gegen sagen. Ne? Also das wiegt schon ein bisschen was, ungefähr 1,5 Kilo, je nach Ausführung natürlich. Das hier zum Beispiel ist ein Nachbau, also kein Original, obwohl es in der Qualität meiner Meinung nach ans Original auf jeden Fall herankommt. Der Mechanismus ist relativ einfach. Wir haben hier so eine Drehschraube und zwar das Ding hier und das schrauben wir jetzt einfach auf. Schraub, schraub, schraub. Und dann seht ihr schon, kann man das hier einklappen und hinten noch ein bisschen weiter aufschrauben, weil den Griff kann man auch noch einklappen. So sieht das Ganze dann eingeklappt aus. Relativ schmal, sogar relativ kompakt für so ein effektives Werkzeug, das dann in die ganze mitgelieferte Tasche reinkommt. Das hier ist eine einfache Nylon-Tasche, die einen relativ guten Eindruck macht, aber jetzt kein Spitzenprodukt ist. Den originalen BW-Klappspaten, zumindest den wir damals hatten, der war so eine hart Kunststoffscheide, ja, also die man richtig an die BW-Koppel befestigt hat und da war das nicht so ein Nylon-Gewebe, wie das hier der Fall ist. Ich muss sagen, mit dem Nylon-Gewebe kriegst du natürlich ein bisschen besseres Packmaß und so hin. Hartkunststoff ist aber natürlich robuster im Endeffekt, das muss man ganz klar sagen. Im Preis bewegt sich der BW-Klappspaten natürlich je nach Qualitätsausführung etc. von 20 bis 40 Euro normalerweise. Ich packe euch natürlich unten einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr einfach mal gucken könnt, auch nach weiteren Details, was ihr noch so braucht. In den Maßen ausgeklappt haben wir hier 60, dann 16,5 cm und dann hier ungefähr 5,5 cm, je nachdem. Wir haben hier die höchste Kante und hier natürlich die tiefste. Zusammengeklappt verringert sich nur sozusagen die Länge von 60 auf 24,5 cm. Alle anderen Maße bleiben ungefähr gleich. Es gibt ein paar kleine Besonderheiten bei dem BW-Klappspaten, die es zwar gibt, die ich aber nicht nutze. Und zwar zum einen ist hier eine geriffelte Seite, die kann man anschleifen und dann als kleine Säge benutzen. Hat damals schon nicht funktioniert mit der Original-BW-Ware, also bei mir zumindest nicht und funktioniert auch mit dem Nachbau nicht besonders gut, weil... was willst du mit so einer albernen Zahnung da groß rumsägen? Ja, du kannst vielleicht mal was ein bisschen ansägen, aber so richtig sägen funktioniert damit sowieso nicht. Auf der anderen Seite der Schaufel kann man dann zum Beispiel die Schlagseite, nennt man das auch gerne, anschärfen, sodass man dort eine kleine Axt sozusagen hat. Tatsächlich gab es unter den Soldaten in den früheren Kriegen ein Sprichwort, dass man einen Feind entweder tötet mit dem Gewehr, mit dem Messer oder mit der Schaufel. Und das stimmt natürlich in dem Falle dann hier einfach, weil so eine leicht angeschliffene Seite, die haut natürlich ordentlich rein und man kann sie auch natürlich als Axt ein bisschen benutzen. Bei Holz allerdings muss ich sagen, wenn man das viel macht, dann das verzieht sich schon mit der Zeit, egal wie stabil das Ding ist. Das war auch beim Originalen so. Benutzt es halt am besten nur für das, wofür es da ist. Also um ein paar Löcher zu graben, damit ihr mobil einen Klappspaten einfach unterwegs habt, um auch mal was Größeres bauen zu können. Und ja, nehmt sonst ein Beil und eine Säge mit, wenn ihr richtig Holz bearbeiten wollt. Wir haben auf jeden Fall früher bei der Armee damit unsere kleinen Liegegräben und Liegepositionen ausgegraben. Da kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern, weil das war ziemlich im Schneeregen. Und dann sollte man sich halt auf den Bauch legen, weil man sollte halt eine wartende Schussposition einnehmen und dann hatten wir so kleine Gruben, flache Gruben, damit man so ein bisschen im Boden versinkt, gegraben, die sich auch relativ schnell mit Wasser gefüllt haben. So sehr habe ich nie wieder in einem bestimmten Bereich meines Körpers gefroren wie in dem Moment, war nicht schön, aber es hat halt funktioniert. Das heißt, dieses Ding ist auf jeden Fall sehr funktional und natürlich auch robust.
Ebenfalls nutze ich es einfach gerne, um einen kleinen Spaten dabei zu haben, wenn man im Bushcraft-Camp werkelt und ähnliches. Für eine richtige Trekking-Tour ist es natürlich ein bisschen zu schwierig, ne? Aber wenn ihr halt ein kleines Bushcraft-Vorhaben habt, wenn ihr beim Camping, keine Ahnung, ob ihr das auf eurem Feld oder bei irgendjemand anderen macht, und wenn ihr da ein bisschen was bauen wollt, was ausheben wollt, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, ne? Man kann ja Sitzwelle erschaffen oder auch Windwelle natürlich. Man kann so Löcher graben, um einen Holzpflock einzurammen in den Boden, damit der ordentlich Halt hat, etc. etc. Ein sehr praktisches Werkzeug natürlich für den Lagerbau im Endeffekt. Und jetzt bist du gefragt, schreib mir gerne mal deine Erfahrung mit dem BW-Klappspaten, vielleicht ja sogar noch aus alten Bundeswehrzeiten, unten in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, das Video über den Bundeswehr-Klappspaten hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos zur Ausrüstung. Einfach durchklicken, wenn du ein bisschen Unterhaltung brauchst. Und nun in der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du sonst haben möchtest. Wenn da mal nicht alles ist, was du brauchst, dann schreib es unten in die Kommentare von diesem Video rein. Darauf antworte ich dann oder jemand anderes. Und dann kriegen wir das alles gemeinsam hin. Alles klar, ich sag dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.